Es ist soweit. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Heiligabend ist gekommen. Und damit ihr noch was zu tun habt, bevor ihr eure Geschenke kriegt, haben wir noch einige Packs der Pokémon-Sammelkarten über in der letzten Folge des Adventskalenders. 9-mal Sturm, 4-mal Stunde der Wächter, eine spezielle Box und 2-mal schimmernde Legenden. Ruf den Boss. Ein Fettarsch-Faultier, ein springendes Schwein mit einer Perle auf dem Kopf, ein Fahrrad, ein Magneton, das feiert, Schrein der Bestrafung. Ineko und als erste Rare des heutigen Tages vielleicht wieder was Gutes. Easy, eine fette Sandburg NGX. Jawoll. Weihnachten beginnt gut, aber heute soll eine Secret Rare kommen. Wir werden sehen, was wirklich daraus wird. Aber es ist halt jetzt wirklich die spannende Frage. Kommt heute eine Secret Rare? Wird der Adventskalender das Ziel, das ich mir gesetzt habe, noch erfüllen? Weil die aus Evolution zähle ich eigentlich. Wir werden es noch sehen. Aber jetzt erstmal ein schnelles Deoxys. Halt die Fresse, Handy. Ultraball, Xenia, Meditiere, Fritzwitz, Gleier, Moment. Warte, ich will mir die Karten nochmal genau angucken. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich's. Yay, ein Happy Schwein mit Hypnose-Spiralen. Noch 6-mal mit dem Pack hier. Sturm am Firmament. Immer noch nur eine Rare. Ich zeige ja nur die neuen Karten. Flamly, Quirtle, Super Anziehungskraft. Und. Oh! Full Art! Full Art GX. Geil, die beste Karte bis jetzt. Electrobeil Full Art GX. Die beste Karte aus dem ganzen Adventskalender. Meiner Meinung nach zumindest. Manche würden vielleicht die Full-Art-Item-Karte als besser ansehen, aber ich nicht. Cool. Weihnachten läuft, Heiligabend. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du 5 Energiekarten aus deinem Ablagestapel beliebig an deine Pokémon außer GX und EX anlegen. Aber wenn du das machst, dann stirbt das Elektroball. Dann kann man Elektroball einsetzen und falten und frittieren. Lege beliebig viele Energien von deinen Pokémon auf deinen Ablagestapel. Und für jede Energie, die so entsorgt wird, macht es 50 weitere Schadenspunkte. Eine Full Art GX an Heiligabend ist cool. Und ich sing komische Lieder und hab dabei meinen Spaß. Und hier habe ich eine Seerose, einen Energieumschalter, eine kochende Schnecke und noch ein Tengulis GX. Alter, kriegen wir es hin, dass wir mindestens genauso viele Tengulis GX haben wie Florges Turbo? Ich denke zwar eher nicht, denn es sind nur noch 3 Packs. Hier Tarnhill mit einem ganz coolen Artwork. Der Himmelsturm, heißt nämlich Himmelsturm, egal. Philippa, TV-Reporter. Heiligabend, beste Land. Ja, wer da? Oh, cool. Dann werde ich dieses Video wann anders fertig aufnehmen. Cut. Jetzt bin ich wieder aufgewärmt. Jetzt habe ich mit Chili Con Carne eingeatmet. Jetzt kann ich noch in Ruhe die letzten paar Packs aufnehmen, bevor ich beginne, das Ganze mal zu schneiden. Wow, das erst die ersten 2 Karten. Samtwurzel, Samtwurzel. Dann haben wir hier noch einen Tarnhill, einen Köderball und 2 Rares. Und zwar ein Letaking, Reverse Rare und ein Bylord. Aber insgesamt hier diese Heiligabendfolge läuft bei ihr. Oh, mal wieder ein Snamurzel. Reptane. Mann. Machen die da keine Pokémon Mystery Dungeon Artworks mit einem Zahnrad der Zeit oder sowas? Cool. Eine brennende Schnecke. Und das letzte Sturm am Firmament Pack ist geöffnet werden.
Ich hatte schon mal zweimal Hydropien in einem Pack an den beiden Stellen. Noch ein Samuzel, weil davon habe ich noch nicht genug. Und ein Kravums. Dann, wir sind fast fertig. Noch viermal Stunde der Wächter, aber die Secret Rare bleibt uns immer noch enthalten. Vielleicht kommt ja noch was. Der Hügel. Wow. Welser. Man merkt, dass ich das gerade ziemlich schnell mache. WTF, warum dauert das so lange? Das ist jetzt nicht passiert. Geile Weihnachtsfolge. Also, ich muss sagen, dieser Adventskalender hat ja noch ein bisschen Action gebraucht. Wir hatten zwar schon 3 Florges Turbo, aber das war jetzt auch nochmal nötig, ne? Die Verbindung zum Server wurde un... Boah, man hört meinen Bruder hoffentlich nicht so schreien. Der zockt gerade den neuen Kirby Star Allies DLC. Dürfte ich jetzt... Mir wurde gerade das Pack abgezogen. GX. Das Amphira hatte ich schon. Oder? Hatte ich das Amphira schon? Ich hatte das Amphira noch nicht, oder? Das hatte ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich hatte das Amphira noch nicht. Ich glaube, das war gerade in dem Pack einfach drin. Wenn das echt so ist. Das gucke ich dann nochmal nach, aber... Ja, cool. Wenn es echt so ist. Die letzten zwei normalen Packs, Schimmernde Legenden, zähle ich nicht als normale Packs. Oh, 2 Rares. Neben Pixie und Macholo gibt es einen Stein mit einer fetten Nase. Und ein Grandiras GX. Jawoll. Es geht. Das Ende ist nochmal echt gut. Die Heiligabendfolge ist auf jeden Fall die beste bisher. Aber die Secret Rare bleibt wohl tatsächlich endgültig verwehrt. Ein Kramchef bei Blutmond. Und ein tanzender Vogel. Es gibt nur noch 2 Packs. Ich mach mal das hier auf, das hier ist eh nicht. Hier, da kriege ich diese Karten, aber hey. Pucknubluff und Pummluff. Gibt's auch... Es müsste ja zumindest... Ah, 2 Münzen, einige Energien, Reverse-Energien. Mir geht's vor allem um die Hauptkarten. Hier, da haben wir einmal dieses, die Iveltal und die Xerneas-Karten. Einiges mal drin, nicht schlecht. Und jetzt, die letzten 2 Packs, gibt es noch das Weihnachtswunder und die Secret Rare. Ein derpy, aber cutes Bisasam. Fuego, der neue Smash Fighter. Doppelpapus, wenn ich Krippuck. Und. Ein Entei GX. Damit gebe ich zwar die Hoffnung auf, dass im nächsten Pack nochmal eine GX ist, aber. Secret Rare. Aber. Trotzdem war diese letzte Folge echt gut. Hier nochmal eine Rare. Oder gibt es im letzten Pack noch ein Weihnachtswunder? Wir haben Günther. Wir haben das coole Sorua. Wir haben einen allmächtigen Roboter. Einen nervigen Typen. Verkrümmungsenergie. Ein Boyelin, das eine etwas komische Handgeste macht. Und ich guck nicht hin. Ma
Machado. Übrigens ein Shiny Machado. Tja, damit war es das mit diesem Adventskalender, wie ihr seht. Ich kann ja noch mal kurz gucken, wie viel ein Starpack kostet. Oh, cool. Ich kann mir noch hier Echo des Donners einmal holen. Und das mache ich auch. Dann endet dieses Adventskalender-Projekt hiermit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Ferien. Wir sehen uns wieder. Feuerriegel, Tanzer, Barini, Onyx, Trassler, Finch, Mukshaloko, Geduldhammer, Pumpkin. Hat sich nicht gelohnt. Ciao.